Ponys und Co., so luxuriös Lisa Marie Presleys Kindheit. Lisa Marie Presley, römisches Kreuz, 54, konnte auf eine privilegierte Kindheit zurückblicken. Elvis Presley, römisches Kreuz, 42, war einer der legendärsten Popstars des 20. Jahrhunderts. Mit über einer Milliarde verkaufter Tonträger gilt er als einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten und verdiente sich den Titel des King of Rock and Roll. Auch die Tochter des Sängers hatte von dem globalen Ruhm ihres Vaters profitiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Lisa nach einem Herzinfarkt gestorben ist. Nach ihrem Ableben blickt Promi Flash auf die luxuriöse Kindheit von Lisa zurück. Lisa ist am Donnerstag im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Blickt man zurück auf das Leben der Sängerin, wird klar, die vierfache Mama genoss eine sorgenfreie Kindheit. Mit finanziellem Reichtum und unbegrenzten Möglichkeiten hatte die einzige Tochter des Kante-Hilfoling in Löw-Interpreten alles, was man sich nur wünschen kann. So lebte sie ein glanzvolles Leben in Gaseland, dem Anwesen ihres Vaters, und genoss Privatjets und Privatzugänge zu Freizeitparks. Außerdem war Lisa laut Mera stets von eigenen Ponys und Personal umgeben, das sich um ihre Wünsche und Forderungen kümmerte. Überschattet wurde ihre unbeschwerte Kindheit schließlich im Alter von 9 Jahren, als ihr Vater plötzlich starb. Auch Lisas Erwachsenenleben hatte so manche Tiefen parat. So scheiterten mehrere ihrer Ehen und im Jahr 2020 erlag ihr Sohn Benjamin Kolgar einer Schusswunde, die er sich selbst zugefügt hatte. Bis zu ihrem eigenen Tod ist Lisa über den Tod ihres Sohnes nicht hinweggekommen.